So, und weiter geht's hier bei Assassin's Creed Odyssey. Wir helfen Kyra jetzt bei der Verteidigung ihrer Rebellen hier auf Mykonos und wir jagen einen Mann namens Podarkes. Dieses grausame... Ach, schaut euch einfach die letzte Folge nochmal an. Hat Sparta auf deine Nachricht reagiert? Kurz vor dir sind ein Polemarch namens Thaletas und eine Handvoll Spartiaten auf Mykonos gelandet. Und wir sind auf dem Weg zu ihrem Lager, nicht wahr? So. Thaletas braucht unsere Hilfe, auch wenn er es nie zugebe. Klingt nach einem Spartaner. Das war cool. Kommt, Leute, das war cool. Das war extrem cool. Und das vor uns ist jetzt Kyra, die Rebellenanführerin hier auf Mykonos. Und die ist mächtig sauer. Da hatte ich den Namen gelesen. Podarkes der Grausame. War auch cool. Uiuiui. Hier ist Action. Okay. Na dann, kommt mal her. Wisst ihr, wer jetzt cool wäre? Brasi das. Hat ein Schild her. So, wen haben wir noch? Den hier? So, alles erstmal plündern hier. Ja, da kommt das Blut in Wallung. Ich sollte mit dem Spartaner reden. So, Herr Spartaner. Gut gekämpft, Kyra. Du auch, Spartiat? Das war ich, aber das ist schon lange her. Einmal Sparta, immer Sparta, Fremder. Wie heißt du? Das ist Alexios. Ich habe dir von ihm erzählt. Man nennt mich Thaletas. Ich war der Polemarch der Spartaner hier. War? Unsere Schiffe wurden versenkt, die Feldherren getötet. Nur ich und 12 andere sind noch übrig. Wir alle haben Freunde im Krieg verloren. Und wir werden später um sie trauern. Sie hat recht. Wir sollten hier nicht herumstehen, getränkt in Athena Blut. Im Versteck sind wir sicher. Lasst uns dort reden. Kommst du jetzt mit zum Versteck oder triffst du uns später dort? Vergeuden wir keine Zeit. Wir gehen jetzt zum Versteck. Ja, dann müssen wir ja nicht lange noch rumlaufen, ne? Kommen wir direkt zum Versteck. Gespannt. Die zwei sahen mir sehr vertraut miteinander aus. Hat die Rebellion etwas mit Thaletas zu tun? Er hat ja gesagt, er war früher mal Polemarch. Die Rebellion soll vielleicht dafür sorgen, dass er das wieder wird. Denn Polemarch, ein hochdatierter Titel im alten Griechenland, sowas wie der Bürgermeister einer Stadt. Der Polemarch. Vielleicht. Wie lange, bis Podarkes uns findet? Wir sind direkt vor seiner Nase. Er trägt seine Nase so hoch, er würde die Statue der Artemis Akrotera nicht finden, wenn er auf ihr stehen würde. Wir wissen, wo er lebt. Ich sage, wir treten die Tür ein und rammen ihm unsere Speere ins Gesicht. Das ist ein lausiger Plan. Die spartanische Phalanx ist im Kampf an Land unüberwindbar. Nicht, wenn ihr nur 12 Mann seid. Du denkst mit deinem Herzen. Das mag ich so an dir.
Aber du bist jetzt der Befehlshaber dieser Männer. Du musst mit dem Kopf denken. Ihr versteckt euch nur in Höhlen und lauert im Schatten. Wir kamen nicht, um uns zu verstecken. Wir sind hier, um zu kämpfen. Und das werden wir. Doch wir sind in der Unterzahl. Wir müssen strategisch vorgehen. Alexios, was glaubst du, was wir tun sollten? Kyra hat recht. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Hierher zu kommen war Selbstmord. Meine Männer sind am Strand. Und dort gehe ich auch hin. Thaletas, geh nicht! Komm zu mir, wenn du beschließt, diese Rebellion tatsächlich gewinnen zu wollen. Ach, Spartaner. Lass gut sein. Er beruhigt sich, sobald er sich abreagiert hat. Aber ich bin froh, dass du mir zustimmst, Alexios. Triff mich am Tempel der Artemis. Dort können wir besprechen, wie wir gegen Podarkes vorgehen. Das wird eine lange Rebellion werden. Paradiesische Probleme. Quest abgeschlossen, Podarkes geschwächt, Podarkes geschwächt und mehrere Quests angenommen. Wir schauen mal, wie es mit den paradiesischen Problemen weitergeht. Wo haben wir es denn? Mal für alle. Töchter der Artemis Mars war es ja nicht. Sortieren mal nach Entfernung, ne? Peloponnesische Bund. Gebete einer Mutter. Das ist er. Darf ich vorstellen, Hades. Klingt nach einer schönen Aufgabe für uns für heute. Wir haben tatsächlich noch eine Nebenquest. Das ist sie doch, oder? Nee, das ist er nicht. Jetzt kriege ich dich, Podarkes. Senke die Staatsstärke von Delos, um Podarkes Wachen zu schwächen. Naja, ich finde die jetzt nicht so stark. Alle? Na, ist das genau unter uns? Tatsächlich. Gut, So, einmal hier. Einmal da. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ich muss vorsichtig sein. Komm her. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Was denn? So. Nummer 1 erledigt. Wo der sich hinstellt. Ist da drüben einer? Nein. So, Nummer 2. Kommt leider nicht hier rumgelaufen. Nummer 3.
hier dachte ich eigentlich, der steht unter mir. Der kommt jetzt gelaufen hier, okay. Ah, da ist auch noch eine Etage weiter unten. Da ist der, kommt jetzt nach oben. Und der kommt jetzt hier raus. Okay. Mir erstmal dein Schild, ne? Und kämpfen nämlich beide ohne das Ganze. So. Mein Freund. Hallo, Podarkes. Wachen! Töte ihn! Wer uns in die Quere kommt, Kindchen. Okay, das ist doch ganz schön stark. Komm her! Alter. Okay, kurz mal hier rein. Hallo, mein Freund. Oh, Alter. Nein, kein Kopfkritiker, bitte. Komm her. Uiuiui, Leute, ich bin kurz ein bisschen ruhiger, ne? Oh, was? Ich habe keine Pfeile mehr? Echt jetzt? Warte mal, muss ich mal in Ruhe schauen. 60 Pfeile hier, geht doch. Der Kopfkritiker nervt halt, ne? Das kann ich nicht interagieren. Ah, cool. Einen Bart gefüllt mit roten Blütenblättern und einem großartigen Blick aufs Meer findest du mich auf einem Tisch. Für den Ruhm von Delos. Du hast allein gehandelt? Du wirst allein sterben. So, richtig so, ne? Kultist besiegt. Sehr geil. Söldner weg. Das ist der kleine Giftbolzen, ne? Der uns da so auf dem Sack ging. Den holen wir uns alleine schon aus dem Grund, weil wir es können.
kleine Ratte. So, Arcanes Stachel. Sehr geil. So, das ist doch hier eigentlich das üppigste Haus, ne? Ein Bad mit roten Blütenblättern und Blick aufs Meer. Das ist nicht hier, okay. Hätte ich jetzt angenommen, dass das hier ist. Aber das sind grüne Blütenblätter, keine roten. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Hier. Jemand hat keine Kosten gescheut. Hier ist es auch nicht. Hätte ich jetzt so angenommen, ne? Blick aufs Meer hier, Bad, rote Blütenblätter. Okay, es geht also noch weiter runter. Oh, hi. So, Schatz Nummer 1. Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Ich dachte echt, dass das hier das üppigste Haus ist. Halt! Tür. Zack. Wer drin an einem Schatz vorbei? Nee, nicht wirklich. Hey! Gleich mal eine geklatscht. Gib mal dein Schild. So fangen wir gar nicht erst an. Na, no, Experienz. Oh, 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 oh. Halt, weg! Alter, okay. So, warte, den hier brauche ich. Gut, ciao, Leute. Ciao. So. Gesundheitsbald, füllst du dich wieder auf? Ja, jetzt. Na komm. Mist. Hoppala. Okay, mein kleiner Freund. Gemeinsam kriegen wir ihn. Na klar. Alter. Kleine Ratte. Boah. Na dann suchen wir schön. Ich muss nämlich erstmal schnell einen Blick ins Inventar werfen.
All dieweil, ich brauche einen Pfeil. Na, such mich mal, Junge. So, weg mit dir. Was mir immer noch ein Rätsel ist, ist das mit dem Bart. Mit dem Ostrakon-Rätsel. Das ist mir ein Rätsel, das Rätsel. Ist da noch ein Eingang? Okay, nicht wirklich. Schade, eine Treppe nach unten gibt's auch nicht. Dann muss das hier noch einen Eingang geben. Hier. Sehr cool. Alles mitnehmen. Und Level 40, endlich. So, na dann. 4% Chance auf kritischen Treffer. Dann können wir jetzt mal schauen, wo können wir denn die Quest wieder abgeben? Von der lieben guten Kyra. Griechische Welt, Waffenruf, der weiße Krieger und die Jagd der Göttinnen. Okay, dann wird's das sein. Sprich mit dem spartanischen Polemarchen. Ne, das ist schon weg hier, gut. Der kann jetzt quasi Taeletes, irgendwie so hieß der doch. Der kann jetzt seinen Platz wieder einnehmen hier als Polemarch. Dann hat er eigentlich das, was er wollte. Die Rebellion ist vorbei. Büro wurde erledigt. Und mehr war ja nicht zu machen, ne? Komm, Ikaros, hol ihn dir. Danke, Ikaros. Ein feiner Vogel. So, hier gibt es noch eine Nebenquest. Also hier gibt es eine Menge zu tun, aber wie gesagt, die Nebenquests, die interessieren uns ja nicht so. Wir verfolgen dann doch eher die Hauptquest. Und apropos Quest, wir sprechen jetzt mit dem spartanischen Polemarchen. Mal schauen, wie viel er uns zahlt dafür, dass wir jetzt seine Rebellion hier gewonnen haben. So. Adlermann, mein Name ist Herodianos, der okay. Ranghöchste nach Taletas auf dem Feld. Des Krieges Hunde heulen und dank dir kann Sparta zurückheulen. Klingt nach einer Menge Geheul. Kämpfe mit uns. Wir rammen ihnen unsere Schilde in den Schädel und unsere Speere ins Herz. Es ist mir eine Ehre, für Sparta zu kämpfen. In den Kampf! Ich will aber hier eine fette Belohnung, eine richtig fette Belohnung, ja? Die Belohnung muss so fett sein, dass zwei kleinere Belohnungen in einer Umlaufbahn drumherum fliegen. So, gleich mal einen weggedonnert hier. So, wir müssen jetzt den Hauptmann da hinten erledigen. Alter, okay. So, damit hätten wir den ersten. So, wo ist noch nächster Hauptmann hier? Wir müssen uns jetzt hier lange aufhalten. Für Sparta! Nummer 2.
Kommt wieder einer von hinten gerannt hier. Suchen wir uns am besten den nächsten Hauptmann. Der wird jetzt hier bald irgendwo auftauchen, da ist er. Wenn die kleinen Wichte mich hier verfolgen, schnapp ich mir mal den hier. Noch nicht tödlich, aber er ist fast down. Damit war das auch Nummer 3. Du gibst mir mal dein Schild, ne? Du nervst nämlich langsam. So, wo ist er? Hier ist er. Nummer 4. Wo ist der nächste? Das war's schon. Sehr geil. Nee, da ist er. Alter. Ich der Hades mal einen Gruß aus. Ich werde zusehen, wie das Leben dich verändert. Ja, na dann komm. Schrei du nur rum. Volle Konzentration, ihr merkt es schon bei mir. So, wo ist der nächste? Da. Na komm her. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ihr seht, unser roter Balken nimmt extrem ab. Das heißt, ich brauche mal hier schnell den nächsten Hauptmann. Gib mal dein Schild. Bleib mal stehen, gib mal dein Schild her. So, dann mach mal hier noch den weg. Dann haben wir gewonnen. Eroberungsschlachten-Sieg. Sehr, sehr, sehr geil. Und damit die Rebellion zu Ende, denke ich mal. Ja, tatsächlich. Und wir sehen uns bei wieder in der nächsten Folge. Dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.